ziehen sie ein in den Turnierplatz. Ewald der Spörk von Birkenhof, Markus von Dörflein und die edlen Damen, das ritterliche Gefolge, das ebenfalls hier mit einzieht. Hände geklappert. Zum zweiten Mal ist unser Markus von Dörflein mit dabei bei der Riegersburger Vollmondnacht. Bisher als Knappe und heute, weil er es beim ersten Mal wirklich gut gemacht hat, wollen wir ihn feierlich zum Ritter schlagen, damit er auch standesgemäß hier an den Ritterspielen teilnehmen kann. Die Zeremonie und Schwertleite wird durchgeführt von unseren Lehenherrn und Anführer, den edlen und gestrengen, mannigleichen Ritter Ewald den Spörken vom Birkenhof. Und so darf ich das Sprachrohr nun übergeben an den edlen Herrn Ewald den Spörken vom Birkenhof. Seine ritterlichen Zeugen sind mit dabei. Und wenn Sie nun bezeugen können, dass der edle Herr Markus ein anständiges ritterliches Leben geführt hat, dann wird der Herr Ewald die Zeremonie jetzt durchführen. Ihr Ritterzeugen und ihr alle, die hier versammelt seid, könnt ihr bezeugen, dass ihr der hier stehende Markus bis jetzt ein gottesfürchtiges und anständiges Leben geführt hat? So sagt bitte, wir bezeugen es, so wahr uns Gott helfe. Wir bezeugen es, so wahr uns Gott helfe. Und ihr, Markus, der ihr gefastet und gebetet, seid ihr bereit, in den edlen Ritterstand aufgenommen zu werden? Ja. Er ist bereit, so kniet denn nieder. Zu Gottes und Marien Ehr, nimm diesen Schlag und keinen mehr. Seid tapfer, edel und gerecht. Beschütze die Bedürftigen, sei gut zu deinen Pferden und zu deinen Reitern. So erhebet dich, Ritter Markus vom Stall Aramis. Jubel! Jubel! Von unserem Markus von Aramis. Wir freuen uns, dass er da mit dabei ist bei den Ritterspielen. Und somit soll er aufgenommen sein in die Runde der Ritter zu Riegersburg. Und die Spiele können jetzt hier auf dem Turnierplatz beginnen. Und ganz knapp ein Jubel, Athene, Jubel! Das wird sicher teuer werden! Da fliegen die Funken, habt ihr gesehen? Hier der Ritter Oliver von der Hauptstadt Wien ist er hergekommen. Ein echter Wiener geht nicht unter. Dann noch am Fähring. Guck die Hexen kommen jetzt auch unsere. Mit dem Besen, mit dem Reibfetzen, das gibt's ja gar nicht. Angereist ist heute Jubel! Ganz, ganz toll gemacht! Jubel! I can't wait to get on the road again. On the road again.